Sonst sehen wir gleich wieder bunt aus. Ich habe nämlich keinen Bock, meinen Heiltrank zu nehmen. Jetzt nehme ich ihn doch. Ich weiß, es ist schlecht. Man sollte sich nicht zu sehr dran gewöhnen, aber es geht gerade nicht anders. Ich bin einfach kein Profi. Sollte man am besten nochmals stunnen. So, der geht mal eine schöne rein. Jetzt sind die Slimes tot. Oh Gott, das wird lustig als DK. Ich weiß, ich habe das mit bis Level 40 alles schon mal durchgemacht, aber ich weiß noch, wie ich gelitten habe. Ich spiele ja eh meistens alleine und das ist schrecklich. Ich schwöre es euch, wenn man dann alleine mit Level Sylphmore, das tut einem erstmal richtig den Arsch wegreißen. Sylphmore, das ist knallhart da draus. Selbst als Waldläufer verliert man da ohne Ende. Also verliert man stirbt am laufenden Band. Und dann kommt gleich nach Sylphmord die Trollschlucht. Geht's gleich weiter. Dann in den Norden mit den ganzen Navis. Oh Gott. Ey, da kriegst du nur's Übel. Und das wird auch nicht besser. Das wird immer schlimmer mit den Drachenkavernen dann. Bin mal gespannt, wann wir das erste Mal Herold schaffen übrigens. Mit dem Drachenkrieger. Wahrscheinlich erst mit Level 45 der passiven Heilung mit dem Fähigkeit Zornige Kriegsschreie und Drachen. Wie heißt das Ding? Fähigkeit. Ich hab's wieder vergessen. Drachenhaut. Jupp, das wird echt lustig. So. Boah, Grundschaden 29 bis 34. Na los, kommt, Leute. Bin ich nicht over, Bro, mit meinem Level momentan? Top, ne? Was für Items, ey. Hui. Das ist, guckt mal rein, abgesehen vom Gürtel. Die Waffe ist natürlich immer noch normal. Ich weiß, wir haben sie uns erst gekauft. Jetzt porten wir uns schnell zurück. Ich glaube, das ist mal das erste Reittier haben. Das wird auch Ewigkeiten dauern. Aber ansonsten ist alles grün und teilweise blau. Und endlich das erste orange, lila, ne, können wir uns reinmachen. Orange brauchen wir ja noch nicht. Also hätte ich gerne, brauchen wir auch, aber bin echt mal gespannt, wann wir das erste Mal sowas finden beim Leveln. Jetzt müsste ich übrigens mal so eine Frage hier reinstellen. Wann finde ich, beziehungsweise ihr guckt ja mit, wann finden wir zusammen das erste Lecky mit welchem Level und wo? Wenn ich meinen persönlichen Tipp abgeben würde, ich glaube, das wird so um Sylphmore bis Kali rumlaufen, weil ich da mein erstes Lecky mit dem Alcaris gewonnen habe. Damals war die Lecky-Chance sehr, sehr gering, also viel, viel geringer. Aber ich glaube, das kommt so ungefähr in den Bereich rein, so Level 20 bis 25. Schreibt mal eure Tipps unten rein. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich macht das eh keiner von euch. Sorry, aber das ist bisher immer so gewesen. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Aber das ist halt der Unterschied. Wenn man eine Frage stellt, muss man muss man das mit berechnen, dass 0,1% darauf eine Antwort gibt. Und wenn 50 Leute das Video gucken, wird alle 10 bis 15 Videos mal eine Frage beantwortet. Am besten stelle ich nur noch alle 10 bis 15 Videos eine Frage. Da könnt ihr euch die Antwort aufsparen. Da kriege ich unter einem Video gleich alle Antworten. Schöne Logik geht nun leider nicht ganz auf. Wir haben unsere Quests fertig. Wir haben das Wissen bekommen. 500 Wissen brauchen wir und können gleich zwei neue Stufen und boah, ey, Bro, ey, plus 2% mehr Leben und Schaden. Ohne das Wissen ist mal echt am Arsch. Und, oh nee, jetzt sag nicht schon wieder diese, ja, Big Point, ich hab's inzwischen ja kapiert. Das haben wir auch schon alles. So, und Level 13, whee! Ich hab noch gar nicht die Werte in dem Außergewöhnlichen angeguckt. Gucken wir mal kurz rein, kurz. Ach ja, stimmt, das stand da ja schon. Jetzt müssen wir aber auch, die Socke können wir gleich übernehmen. Ich guck mal kurz. Alter, plus 10% Leben im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. 41 Crit und 7% kritischer Schaden. Ey, das ist ein Traum-Item für dieses Level. Guckt euch das mal an hier. 67 HP gegen 1 Schaden und 5 Crit. Ich krieg's nicht mehr hier. Wow, der Grundschaden fällt 100, das Leben geht hoch. Kritischer Schaden, ansonsten Crit. Was haben wir denn da jetzt? 14%. Ist ja hammer viel. Da haben wir gleich noch ein Fragezeichen. Wo war denn der Juweliers weiter im Norden? Gut. Noch eine Bubble Quest. Noch eine Bubble Quest. Jetzt müssen wir wieder runter zu dieser Trankhexe. Aha. Eieieiei. Null Glyphen. Bin mal gespannt, wann wir unsere erste Glyphe haben. Ich weiß, ich bin so blöd, ich kann mir einfach nicht merken, wo was ist. Und dann laufe ich selbst in Kingsill noch rum und mit... Boah, das war aber teuer, ein paar Kupfer hier. Dann laufe ich selbst hier in Kingsill noch rum und muss meine Karte aufmachen, damit ich überhaupt was sehen kann. Das ist...
Das ist armselig. Ich brauche immer eine Karte, sonst verlaufe ich mich. Obwohl ich die Gebiete eigentlich kennen müsste. Ich würde mal gern auch interessieren, stellt euch vor, wieder diese schöne Stellt euch vor Geschichte, was wäre, wenn es keine Karte gäbe? Wie viele Leute würden es überhaupt schaffen, zu leveln, in die richtigen Gebiete zu laufen? Wahrscheinlich würde die Hälfte irgendwann aufhören und sagen, guck, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. 20 Jahre durchs Spiel laufen und irgendwann mal durch Zufall einen Weg finden, der irgendwo hinführt. So, wieder verkaufen. Die können wir sowieso verkaufen. Also ohne Bedenken. Die Steine hauen wir da rein. Unglaublich, machen wir echt zwei Steine schon. 10 Lebenspunkte. Mann, bin ich Bro, ey. Wenn ich überlege, wie viele Lebenspunkte die ganzen Steine bei Malkaris geben. 250 mal mehr. Ich sag ja nix. Das können wir jetzt auch verkaufen. Beziehungsweise es wird ja schon ein paar Glyphen bringen. 32, aber das bringt eh nichts gegen 5 Silber. Sorry, war ein bisschen laut. 2 Gold. Ich freue mich jetzt schon. Und wir haben ja jetzt auch die Axt, die man nehmen können. Genau. Da haben wir uns ja auch schon so viel gefreut. So viel gefreut. Eine blaue Axt. Eine blaue Spitzaxt. Gut, ich das mal an. 5 Schaden mehr. Also in dem Levelbereich macht das noch ziemlich viel. Und 7% mehr AG. Jetzt haben wir die gleiche AG von einem Schwert. Nee, sogar 0,01 mehr. Geil. Voll geil. Jetzt können wir nochmal gucken. Da. Jetzt gehen wir nochmal kurz alle Items durch, die wir verändern können, also die besser sind. Ein Schaden, ja, komm hier rein. Setzen den Crit, obwohl die anderen Crit besser werden. Widerstände haben wir sowieso eine bessere Panzerung. Alter, wir sind echt bis jetzt noch mit einer 4er Stoffrüstung rumgerannt. Hammer. Ein Gürtel gegen einen alten Gürtel mit 37 HP austauschen. Alter, wenn ich jetzt mal ein Lebens... Wenn man jetzt ein Lebens... Gürtel finden würden mit 200 HP drin. Ah, mit Level 13. Das wäre der Hammer, ey. Ja, ich rede gerade von Hammer und was haben wir da schon für Werte drin? Alter, ich kann mich nur umdrehen. 61. Ja, ich drehe mich gerade um. Ich gucke bloß nicht zum Rechner. Da klappert gerade was. 61 Lebenspunkte. Diese Werte, die hast du erst mit Level 20, 30 gesehen, aber nicht mit Level 13. Ich bin echt ein Oldschool. Das ist unglaublich. Lebenspunkte, Alter. Guckt euch das mal an. Da haben wir wahrscheinlich mit Level 14 1000 Lebenspunkte und die 2000 mit dem Wissen. Oh Gott, das ist unglaublich. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Verkaufen, 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 noch mehr verkaufen. Da können wir selbst das Ding verkaufen. Verscherbeln. Das brauchen wir auch nicht. Und der eine Ring, den brauchen wir auch nicht mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verkauft, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Und ansonsten, yay. Ach ja, Seelensteine bringen auch Silber und Gold, das wusste ich auch noch nicht. Echt jetzt? Ha, ist das geil. Ich behalte die trotzdem mal, auch wenn das momentan 50% von allem sind, was wir an Gold haben oder hätten. Vielleicht findet man ja mal irgendjemanden, den wir wiederbeleben können, der sich dafür nicht bedankt und dann einfach seines Weges weiterzieht und 10 Meter später im Schnee von einem weiteren Nevatari angeschossen wird, getötet wird und dann verreckt. Und dann leider kein Alkayuni daneben steht und noch einen Seelenstein für ihn hat. Naja. Wir haben hier noch eine Bubble-Quest für die olle alte Hexe. Gott, was hat die für eine Nase, ey? Eieieiei. Der Zaubertrank. Nee, das ist jetzt nur noch eine wiederholbare. Nee, danke. Ich will nicht mehr in die Grotten. Ganz ehrlich, ich will nicht mehr. Hier drüben gab es ja eh nur die PvP-Quest. Wir haben da oben links noch eine. Und dann haben wir rechts. Ach, der Wilder Wald von hier. Nee, was? Jetzt bin ich schon so oldschool, dass ich das auch nicht mal gesehen habe. Moment mal. Königskrypta? Ach ja, da müssen wir bald auch rein. Und den Heridor. Ui, das wird lustig, das wird lustig. Der hat 5000 HP. Ich glaube, mit dem die Krieger momentan, mit dem schaffen wir das nicht. Da werden wir noch ein bisschen mehr außergewöhnlich wird müssen. Vielleicht droppt er sogar Leggy, ne? Dann hätte ich jedenfalls meine Wette schon mal verloren, die ich gemacht habe. Wilder Wald. Ich dachte, wilden Wald geht es immer erst von Sylphmoor aus. Ich bin einfach nur oldschool. Hier. Der König, genau. Gibt EP, aber keine Andermante. Schlimm ist das. Ich brauche immer die Weltkarte. Ich weiß, normalerweise gemacht die. So eine kleine Weltkarte, die reicht mir irgendwie nicht. Da steht nichts drauf. Hier kann man wenigstens noch lesen. Früher gab es ja auch nur eine Art von Weltkarte. Da gab es die große hier und nicht die kleine oben.
Das ist auch viel praktisch mit der Kleinen hier und immer so ein Hin und Her und groß, klein.